Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingstad mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video frische Schupfnudeln mit frischer Champignonsauce und frisch geriebenen Parmesan. Was braucht ihr alles für eure Zubereitung? Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. In der Vorbereitung, gerade bei den heißesten Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, meine Lieben. Als erstes mache ich meine Kartoffeln in einen Topf. Dann füllt euren Topf mit Wasser auf. Schmeißt die Herdplatte an. Gebt euren Topf auf die Herdplatte und lasst es kochen. Packen wir schon mal eine Zwiebel. Schmeißt eure Herdplatte an. Macht eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann geben wir ein bisschen Butter hinzu, ein bisschen Öl, geben unsere Zwiebeln hinzu und lassen sie goldbraun an. Dann brauchen wir Tomaten machen, lassen das bisschen mit. Dann geben wir Rinderbrühe hinzu. Dann schneiden wir unsere frischen Champignons. Dann geben wir sie in unsere Pfanne hinzu. Dann geben wir etwas von unserer Sahne hinzu. Dann geben wir ein klein bisschen Creme Fraiche hinzu, dass es cremiger wird. Dann gebe ich noch ein bisschen Petersilie hinzu. Zieht ihr an euren Kartoffeln die Haut ab. Dann geben wir unsere geschälten Kartoffeln in eine Schüssel. Dann habe ich die Kartoffeln zerstampft. Dann geben wir Mehl hinzu. Speisestärke. Dann habe ich was ausgepackt, weil das wird auch gebraucht, nämlich meine Eier. Dann entfernt ihr von euren Eiern das Eiweiß. Dann geben wir nur unser Eigelb in die Schüssel. Dann brauchen wir Muskatnuss, Pfeffer, Salz, die ganze Masse zu einem Teig zusammengeknetet. Dann forme ich daraus meine Schupfnudeln. Dann brauchen wir einen Topf mit Kochwasser. Dann habe ich noch eine Prise Salz dazugegeben. Dann gebt ihr eure Zupfnudeln hinzu. Dann schmeißen wir nochmal die Herdplatte an. Dann schmeißen wir ein weiteres Mal die Pfanne auf die Herdplatte. Dann geben wir Butter in unsere Pfanne. Geben wir unsere Zupfnudeln hinzu und braten sie gut an. Dann gebe ich noch meine Rahmsoße hinzu. Da habe ich noch ein bisschen Petersilie. Die Pfanne hinzu. Mache ich euch das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag.